Ja, herzlich willkommen auch in dieser Woche zu Intro unter uns, wobei wir diese Woche gar nicht so unter uns sind, denn wir haben Besuch aus Dortmund, extra den langen Weg gekommen. Das sind Tobias, hallo, und Dirk von Community Promotion aus Dortmund. Sicherlich wird sich der ein oder andere Zuschauer fragen, wie läuft das bei Intro ab? Wie hören die ihre Platten und so? Das ist ja ein Wahnsinnsmaterial, was sie den ganzen Tag zu verarzten haben. Bei uns ist das tatsächlich noch auf die alte, traditionelle Weise geschieht es bei uns, dass die Labels oder eben Promotionfirmen selber hier vorbeikommen mit Rotwein, einer Käseplatte und dem nötigen Bargeld. Und dann setzen wir uns hier gemütlich in der Kuschelrunde zusammen und hören in die Platte rein. Aktueller Anlass dafür ist das neue, so relativ unspektakulär aussehende Album von Ween. So sieht's auch nicht wesentlich spektakulärer aus, Advanced Copy. La Cucaracha heißt es und kommt wann raus? Ich frage mal Dirk. Das soll am 18. Oktober, glaube ich, erscheinen. Freitags kommen die Platten ja mal. Tobias, ist das richtig? Ja, ich glaube, der 18. ist ein Freitag, wenn nicht der 19. Oktober. Jetzt war es ja ziemlich lange sehr, sehr ruhig um Ween. Also ich selber hatte so den Eindruck, also entweder habe ich einfach die Band nicht weiter verfolgt, aber ich glaube, die letzten 4 Jahre ist, glaube ich, überhaupt nichts passiert mit der Band, oder? Das ist richtig. Das ist das erste Studioalbum seit 4 Jahren. Und die Jungs sind jetzt zurück, kommen im Frühjahr auch auf Tour endlich mal wieder. Da kann man sich jetzt schon mal drauf freuen. Und zur Vorbereitung, darauf gibt es dann halt ab Oktober das neue Album. Da hören wir vielleicht mal kurz rein, denke ich. Es ist Mal wie play. immer. Es ist wie immer, für jemanden, die Ween nicht kennen oder für Leute, die Ween nicht kennen, was heißt denn wie immer bei Ween? Ich würde sagen, sie haben es in 13 Stücken sind circa 270 Musikstile verwurstet. Eine große Liebe, eine Spielfreude und viel Wahnwitz. Sehen, dass dazu genügt ja ein kleiner Kurzdurchlauf, um das mal vorab zu checken. Erster Track, jetzt Fiesta. Ich glaube, es ist der einzige Song, den man schon kennen könnte, weil sie den öfter live gespielt haben, wenn sie den mal live gespielt haben, oder? Ich habe sie noch nie live gesehen, muss ich leider gestehen. Ich Ja, aber man hätte ja googeln können. Das habe ich natürlich auch getan. Das ist der einzige Track, den sie je live gespielt haben. Vielleicht könnt ihr zwischendrin mal so ein bisschen erzählen. Ich glaube, die Leute haben nicht so wirklich einen Eindruck, was Promoter denn so den ganzen Tag machen. Denn natürlich reist ihr jetzt nicht unnachlässig, Gott, das müssen wir schneiden, glaube ich, unnachlässig durch ganz Deutschland und klingelt bei den unzähligen Musikzeitschriften. Was ist so euer Job den ganzen Tag? Eigentlich sitzen wir einen ganzen Tag rum und nein, wir hören natürlich die Musik. Unterhalten uns darüber und versuchen, neue Platten oder Bands in die Magazine wie hier zum Beispiel zu bekommen. Und ja, natürlich fahren wir nicht von Haustür zu Haustür und klingeln, sondern machen auch reglichen E-Mail-Verkehr, verschicken zum Teil noch CDs per Post. Und ja, und dann kümmern wir uns darum, arbeiten mit dem Magazin zusammen und versuchen, einen guten Job zu machen und Ween aufs nächste Intro-Cover zu bekommen. Was macht ihr, wenn ihr dann auf so eine geballte Arroganz und Ignoranz auch, wie zum Beispiel in meinem Fall, trefft? Da bist du eine absolute Ausnahme. Journalisten sind normalerweise sehr offen für Neues, freuen sich eigentlich immer, wenn ein Promoter anruft. Das ist wirklich sehr beliebt auch. Gehen immer ans Telefon, E-Mails werden sofort beantwortet. Also das ist echt schön einfach. Das macht einfach Spaß. Journalisten, also diese Arroganz, die danach gesagt wird, ist eigentlich kaum vorhanden. Und also gerade zum Beispiel das Intro empfängt uns ja, wie man jetzt hier sehen kann, mit offenen Armen. Wir haben schon Geschenke mitgenommen. Also, das ist einfach ein Traumjob, muss man auch einfach sagen. Es ist ja auch ein gegenseitiges Geben und Nehmen in diesem Beruf. Ich mache mal weiter. Friends ist der nächste Track. Könnte man vielleicht noch von der gleichnamigen EP kennen. Auf der EP ist es etwas, wir haben uns eben schon gestritten, ob es jetzt abgespeckter darauf ist oder vielleicht auch eher aufgeplustert. Auf jeden Fall ist es ein klassischer Eurodance-Song auf der EP, auf der gleichnamigen. Hier ist jetzt tatsächlich dann doch wieder ein bisschen runtergenommen, sagst du, ne? Wir haben da eben ein bisschen hin und her drüber diskutiert. Auf jeden Fall, nachdem der Schock ja auf der EP der Crazy Frog-Typ das Lied gemixt hat, welches unheimlich reinballert und man am liebsten echt morgens am Strand total betrunken hört und richtig drauf abfeiert, ist das ein bisschen abgeschwächter oder Dirk ein bisschen abgeschwächter, aber trotzdem hat es an seiner Energie und an seinem Hype und Ballermann-Style nichts verloren. Und dann zieht man nach Dortmund und versucht dann Bands zu verkaufen. Ist das nicht auch ein finaler Kniefall irgendwie?
Ne, wir arbeiten eigentlich gerne aus der sogenannten Provinz heraus. Da kann man sich mehr auf seinen Job konzentrieren, wird nicht wie hier in Köln. Es ist ja viel, das, man kennt das ja aus den Journalistenkreisen auch, da wird gefeiert, da wird lange gefeiert, da wird viel getrunken. Das können wir, weil wir unseren Beruf sehr ernst nehmen, uns eigentlich nicht erlauben, sodass wir uns bewusst zurückgezogen haben in eine Gegend. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen langweilig, mache ich mal weiter. Nee, also den Track. Wir haben uns also bewusst zurückgezogen, eigentlich in eine Stadt, wo nicht ganz so viel Action ist, sodass wir uns eigentlich mehr auf den Beruf und auf die Musik konzentrieren können, und das ist uns auch sehr wichtig. Wir haben ja eben schon hier, das ist jetzt der Song Object, wenn ich jetzt ganz richtig mitgezählt habe, wir haben eben schon so ein bisschen gestritten, die Nähe zu so Bands wie, sagen wir mal, vielleicht die Bloodhound Gang oder was hatten wir noch? HSD zum Beispiel, genau, da haben wir auch eben dann überlegt, ist das jetzt eigentlich dann sozusagen nochmal die Steigerung des Ganzen? Also Ween sind ja zweifelsohne mit Sicherheit die Vorreiter dieses etwas leicht dieser ironischen Hommagen, sage ich mal eher, weil es ist ja mit Sicherheit nicht einfach nur ironisch gemeint, sondern sind auch durchaus Fans ihrer Musik. Aber ist das denn diese Tenacious D und Bloodhound Gang, ist das dann einfach so die komplette Übersteigerung? Oder gäbe es diese Bands ohne Ween überhaupt? Ich glaube, dass es solche Bands auf jeden Fall gäbe ohne Ween. Und dass die Übersteigerung ist, dazu würde ich sagen, dass Ween das einfach ganz anders fährt als Tenacious D zum Beispiel, wo es mehr klamaukmäßig rüberkommt. Und Ween, wie du schon sagtest, eher diese Musik, die sie machen, nicht überzogen, parodistisch irgendwie aufziehen, sondern das, was sie machen, auch halt sie sind, dass es authentisch bleibt. Ich glaube, auch aus Promotersicht wird es nicht ganz leicht sein, die dann auch unterzubringen, ne? Weil ich glaube, der ein oder andere, eben haben wir noch gehört, Lied 13, da kommen wir wahrscheinlich heute gar nicht mehr zu, eine klassische WDR2-Ballade mit Saxophon und so weiter. Davor ein 11-minütiger Prog-Exkurs mit Tablas und allem drumherum. Dauert es erstmal 4 Minuten, bis der Gesang einsetzt. Jetzt hier so eine etwas abgestompte Country-Nummer. Hat man da Schwierigkeiten, das noch irgendwie unterzubringen? Ich denke, nein, auf keinen Fall. Da Ween halt, man darf nicht Ween einfach sehen, wie Ween ist, sondern man muss Ween auch verstehen. Man muss Ween auch verstehen. Oh, Entschuldigung, ja, ich war abgelenkt von dieser Hitsingle, die ich da gerade höre. Gerade wer die Story von Ween kennt oder Ween überhaupt kennt, ist gerade auch bei der seriöseren Presse der Insight und der Musikgeschmack oder das Musikverständnis natürlich auch ziemlich hoch. Und deswegen wird Ween verstanden, und deswegen denke ich, ist es ein Geschenk zum Teil. Und welche, die Ween nicht verstehen, die haben auch Pech gehabt. Sehr gut, das war jetzt eigentlich schon das Plädoyer, was ich noch von dir haben wollte, weil es ist ja eure Aufgabe als Promoter, die Band bedingungslos zu verkaufen, auch über den eigenen Geschmack heraus. Und vielleicht gebe ich dir dann einfach nochmal die Gelegenheit, jetzt in einer Minute ein flammendes Plädoyer für die Band oder für die Platte, für das Produkt, Entschuldigung, loszuwerden. Also Leute, ich würde jetzt sagen, kauft diese Platte, aber sie sieht natürlich in echt später ganz anders aus. Also kauft sie euch auf jeden Fall. Statt euer Geld für Scheiße auszugeben, investiert mal wieder 15 Euro in was Sinnvolles. Statt im PlayStation-Spiel einfach mal wieder Musik kaufen, nicht runterladen. Und man kann nirgendwo mehr für sein Geld bekommen als bei Ween, denn wie ich vorhin schon sagte, in dieser Platte ist wirklich alles drin. Es spricht auch wirklich jeden an. Humor sollte man natürlich mitbringen. Interesse an Musik, Musikverständnis, einen etwas breiten Horizont auch. Ist jetzt nicht vielleicht, sag ich mal, für den klassischen Indie-Stubenhocker, der irgendwie sich da versteift auf gewisse Sachen, sondern da muss man schon auch ein bisschen open-minded sein. Und ich weiß, bei den Intro-Lesern bin ich da genau an der richtigen Adresse. Und genauso drucke ich das später ab. Das war's von unserer Stelle hier mit dem neuen Ween-Album. La Cucaracha kommt, ich hab's wieder vergessen. Ich auch, am 18. Oktober, glaube ich. 18. Okay, Ween La Cucaracha, das waren Tobi und Dirk aus Dortmund von Community Promotion. Wir sind raus für heute, tschüss. Das ist ja so.